Was geht ab, Leute? Heute ist soweit, wir reagieren auf etwas ganz, ganz Neues. Oh ja, Leute, der Typ macht einfach aus einer Coca-Cola-Dose einen Iron-Man-Helm. Was? Ja, Leute, wir werden auf jeden Fall heute sehen, wie er das machen wird. Ich bin auf jeden Fall selber mega gespannt, wenn ihr auf jeden Fall von sowas mehr sehen wollt, wie jemand aus etwas ganz, ganz Verrückten, etwas ganz, ganz noch Verrückteres baut. Haut auf jeden Fall auf den Like-Button, auf den Abo-Button, Leute. Lasst uns halt mal die 5000 Likes schaffen und wenn wir die schaffen, dann kommen wir auf jeden Fall ein paar 2. Aber Leute, schaut euch mal bitte schön an hier. Es ist so eine auch ein bisschen storymäßig aufgebaut, ne? Also anscheinend läuft er hier im Garten rum und ist überhaupt irgendwem sowas schon mal passiert, dass man so eine Hacke hatte und dann denkt sich so, ah, dich erwürge ich jetzt. Aber anscheinend braucht er das Ding. Aha, den Besen. Den hat er jetzt erstmal geköpft. Okay, also der hat schon mal seine gerechte Strafe bekommen dafür, dass er quasi dagegen gelaufen ist. Und jetzt macht er gefühlt irgendwie daraus diesen Iron Man Helm mit einer Coca-Cola-Dose. Leute, ich bin gespannt, wie der das schaffen soll, ne? So. Also, das ist jetzt hier schon mal ein kleines Grundgerüst. Das hat er jetzt hier am Start nochmal so rote Erde. Oder was ist das, Leute? Lol. Okay, was ist das? Wie wir machen das jetzt alles immer so ein bisschen fein. Und jetzt kommt das quasi hier rein. Okay. Also viel von einem Iron Man Helm habe ich noch nicht gesehen. Aber ich kann mich auf jeden Fall noch täuschen, Leute. Also so war es auf jeden Fall im Titel. Ich denke mal, dass wir es schon sehen werden. Aber es gehört wahrscheinlich alles zu diesem Prozess. So, damit er vielleicht irgendwie eine kleine Form oder so daraus macht. So, hat es auf jeden Fall alles sehr, sehr platt gemacht. Und jetzt, boop, wird alles perfekt. Oh, Leute, alte Schwede. Oh. Okay, das sieht schon cool aus. Das sieht schon echt cool aus. Und jetzt wird er sogar... Oh, okay. Ah, dann holt er das Ding da quasi raus. Ah, und jetzt hat er so eine kleine Form. Okay. Ich denke mal, das... Wird das jetzt vielleicht der Iron Man Helm? Oder werden wir es gleich sehen, Leute. Also jetzt hier auf jeden Fall schon mal das Holzteil da drauf machen. Okay, festkleben das Ganze. Und jetzt... Schnitzt hier so ein bisschen Sand raus. Ist sogar richtig fein hier mit so einem Pinsel. Und jetzt, ah, da haben wir schon mal ein Achterpack Coca-Cola und... Man kann die auch aufreißen, ne? Also man kann die Verpackung auch aufreißen. Aber der macht jetzt sogar alle auf. Okay. Ja, ja, als ob er alle aufgegessen hat, Leute. Okay, aber er macht jetzt auf jeden Fall alle platt. Okay. Auf How to Basic angelehnt noch. Okay, jetzt hier erstmal. Ah, jetzt schmelzt er quasi die ganzen Coca-Cola-Dosen, glaube ich, ein oder so, ne? Oha, sogar sein Eimer geht ja gefühlt kaputt. Den er da hat. Aber guck mal hier, jetzt hier. Das Ganze macht er jetzt gefühlt 8 Mal, ne, mit seinen ganzen Coca-Cola-Flaschen. Ah, okay, das heißt, er schmelzt sie ein und macht dann quasi aus dem Material von der Coca-Cola-Flasche. Macht er denn diesen Iron Man Helm? Ich dachte schon, der macht halt irgendwie aus dieser Coca-Cola-Flasche das so, weil es ja eh auch rot ist, aber anscheinend nur aus diesem Material. Interessant. So, und jetzt hat er das flüssige Material und das füllt jetzt quasi hier so rein. Und das wird jetzt quasi der Iron Man Helm, Leute? Also, wenn das im Endeffekt auch gut aussieht, ne? Dann bin ich sehr gespannt. Also das ist jetzt hier schon mal die Form. Und... Okay. Da sind wir jetzt erstmal hier ordentlich... Ja, okay, jetzt ist hier am Start. Also wurde jetzt ordentlich abgekühlt. Also 2 Stück hat er dafür sogar gemacht. 2 Formen. Und... Wie daraus jetzt ein Iron Man Helm gemacht werden soll. Keine Ahnung, Leute. Aber er sägt auf jeden Fall ordentlich durch. Alter. Oh. Und hier mal ein bisschen so die Reste wegmachen, ein bisschen abschleifen das Ganze. Und da hat er quasi diese 2 Dinger. Und, ah, oha. Achso, so, noch so ein alter Iron Man Helm, ne? Jetzt macht er quasi hier alles perfekt ab, ne? Boah. Jetzt nur hier gucken, da ist das Ganze noch so. Dann muss er das hier so ein bisschen noch abändern. Gehen wir mit seinem Tippex ran und zack. Schon wird das Ganze wieder abgeschnitten. Okay. Ah. Leute, jetzt checke ich das gerade erst. Er hat 2 davon gemacht, weil das 2 Seiten von diesem Helm sind. Das heißt, ich dachte, er macht aus dem einen Ding den Helm, aber nein. Er macht quasi aus den beiden 2 verschiedene Seiten und klebt den wahrscheinlich einfach so zusammen. Na, hier, WD-40 kann man immer gebrauchen. Und jetzt macht er das daran, damit man es besser abschleifen kann? Das wusste ich jetzt auch noch nicht so. Jetzt wieder ordentlich, alles ordentlich abschleifen wollen. Und dann, boop, perfekt. Passt es nämlich perfekt zusammen. Okay, alles klar. Sehr gut. Und jetzt hier nochmal ein bisschen was ab.
abtrennen, um die da abschleifen. Also anscheinend kann man es am besten mit WD-40 sogar zusammen abschleifen, wenn du das einmal so einschmiert. Wusste ich selber gar nicht. Mal wieder was dazugelernt. Und Alter, wie die Dinger hier uns ins Gesicht fliegen. Okay, so. Das Ding so wie wir jetzt auch schon mal gut abgeschliffen. Alter, das glänzt ja auch richtig, ne? Und jetzt hier, oh. Okay, Leute. Okay, also ich bin mal gespannt, ob er das jetzt nachher auch noch rot anmalt oder so, ne? Weil bis jetzt sieht es ja noch nicht so aus, so wirklich wie der Iron Helm. Vielleicht auch wie der erste, das kann auch sein, ne? Wie der erste. Ist mal alles so schwarz angemalt, okay. Das Ganze wird jetzt hier so zum Trocknen dahingelegt und... was ist das denn, Leute? Irgend so was Chemieartiges und... Was passiert jetzt mit dem Helm, ist die Frage, Leute. Alter! Die sind einfach schwarz geworden. Hä? Die sind einfach schwarz geworden, Leute. Wozu hat er den denn schwarz angemalt? Ach so, das hat er ja so eine Grundierung, glaube ich, da drauf, ne? Hä? Ey, Leute, ohne Spaß. Hä, jetzt macht das alles wieder ab. Ach, das ist der Helm. Mit der Brille noch drauf. Oh, ey, so viel Aufwand für so einen kleinen Helm, ne? So, und jetzt... Oh, man kann schon sehen, ja, doch. Er nimmt langsam Gestalt an. Leute, er nimmt langsam wirklich Gestalt an. Ja, direkt ins Auge reinbohren hier. Uff. Und dann hier nur alles perfekt durchmachen, ne? Okay. Oh, Leute, jetzt bin ich aber wirklich auf das Ergebnis gespannt, wie der Helm im Endeffekt aussehen soll. Er macht es ja auch selber mega spannend, ne? So, jetzt ist es, glaube ich, gleich so zusammengeführt. Das ist, glaube ich, so Kleber oder so, ne? Oh, das kommt da jetzt gerade rein. Magneten? Ich glaube, es sind Magneten, ne? Die da reinkommen. Ha, Leute, wie glatt der einfach jetzt aussieht. Und jetzt wird er nochmal hier angemalt. Erstmal in schwarz. Was sieht nicht so aus, als würde es da so... Nee, also irgendwie hat er damit nur die Poren gefüllt. Ich glaube, das habe ich extra so gemacht, ne? Und jetzt mit Magneten zusammenführen oder was? Und... Hopp, okay, klack. Und das ist jetzt quasi der Iron Man Helm. Aber musste der nicht rot sein oder so? Oder habe ich da irgendwas verpasst? So, ich glaube... Okay, ach, Mark 1. Ach so, das ist so einer der ersten Iron Man Helme, Leute. Alles klar. Okay. Was hat jetzt bekommen? Setzt er jetzt diesem Hotdog den Helm auf, Leute? Ich glaube schon, das soll Tony Stark sein. Oh nein. Was? Nein! Nicht Mr. Hotdog abschießen! Okay. Der Helm hat auf jeden Fall gut das ausgehalten. Mr. Stark Hotdog hat überlebt, Leute. Und der Helm sieht gut aus. Und das ist quasi der Helm, Freunde. Also wenn es euch gefallen hat, dann auf jeden Fall auf den Like-Button und auf den Abo-Button. Der hat auch viel verrückte Sachen allgemein noch so gebaut. Checkt auf jeden Fall noch ein zu den beiden Videos hier aus, wenn wir draufklicken. Und abonniert diesen Kanal für tägliche Reaktionen und mehr, Leute. Haut rein, ciao, ciao.